100 years have passed since the rise of the Eterin Empire and its untimely demise following the Great Plague. In these troubled times of quarreling factions and outlaws roaming the land, work is not scarce for a band of mercenaries. The stories of this age have been recorded. They are known as the War Tales. Moin zusammen, weiter geht's gegen die Phantommeute mit War Tales. Und ja, schöner Waldspaziergang. Es regnet, es ist dunkel, es ist neblig und wir werden angegriffen. Es kann Schöneres geben. Da sind drei, ne? Ich auf jeden Fall vom Rand weg, Leute. Geht mir in die Mitte. Okay, pass auf. Negan geht dahin. Tritos geht da auch oben. Da ist mein Bogenschütze. Warte mal. Du kommst mir dorthin. Du tauschst mal mit dem, mit Imsen. Arkad. Tausch mal mit Olinon? Nee, mit. Oh, ich habe keine Punkte mehr, ich Dussel. Okay. Das ist schlecht. Küchner tauscht mal. Damit getauscht. Nee, er kriegt keine Punkte ran. Tausch schon wieder zurück. Geisterwolf-Anzug. Der hier. Ich kann aber nichts machen. Ich könnte höchstens. Guck mal. Jedes Mal, wenn die Einheit kämpft, tapferes Duell, gibt es einen Punkt. Wenn mehrere trifft, gibt es bei ihr einen Punkt. Die hat das Rundumschlag, ne? Müsste hier oben hoch. Boros. Jedes Mal, wenn er kämpft, kriegt er auch noch mal Bonuspunkt. Eine Punkte und das wird auch nicht besser erstmal. Könnte natürlich. Ne, das wird nichts. So, ran da. Mist, ich dachte, ich gehe doch Tritos. Bogenschütze. Gucken wir mal, ob wir da nicht noch alle drei treffen. Jawohl. Nett. Ne, würde ich gerne noch mit wegmaschen. Der kommt eigentlich auch nirgendwo ran, ne? Guck mal, das ist cool. Ja, doch, bis da kommt er. Muss man noch weiter nach hinten. Ja. So, Warhorse. Macht auch erstmal irgendwie ein bisschen Platz. Umreich.
12 Meter, ne? 10 Meter. Und da oben ganz hoch. Schade eigentlich. Okay. Lauf da mal hinter. Schmeiß halt Messer. Lauf nicht. Albtraum ist erschienen, jetzt schon. Nichts weiter mit, wir warten erstmal. Ich würde aber sagen, ich ziehe mich von da zurück. Inkontinenz, ja. Ah, da erwischt nur einen. Down. Der ist gleich dran, ne? So, gibt es hier nochmal Riposte. Und dann nochmal einen Gelegenheitsangriff. Die erstmal alle zurück. Selbstheilung geht hier irgendwie nicht, ne? Gut. Auf da mal hoch. Sehr gut. Der kommt tatsächlich nach vorne, ne? Rein ins Feuer. Und bis da, bis hier. Ja, doch, komplett ran. Der ist dann dran, der da, ne? Kommt aber nicht an die Ehen hoch, das ist schon mal richtig gut. Oh, oh. Zurück. Hier unten ist gleich dran. Ah!
Ark hat kein Heil. Nächste Runde noch machen. So, der muss jetzt hier nämlich gleich noch reinlaufen. Bindung des Schreckens. Und? Repostet, ne? Geht doch nicht. Gerade auf. Eins will ich noch mal kurz gucken. Ey, man kann ihn echt nicht gefangen nehmen. Schade eigentlich. Ein Albtraum im Trupp, ne? Vielleicht kriegt man ja später noch mal alasarische Ketten und dann kann man auch so einfangen. Ich glaub's aber eher nicht. Geisterkadaver. Überreste von Geistertier. Oh. Dann kann ich selber wahrscheinlich Geistleder craften, ne? Das wäre natürlich auch mega. So, was haben wir gekriegt? Mal schon ein Sternchen drüber, ne? Gewogen, 100 Einfluss. Behelfsschalter auf. Versuchen. What? Ah, the heretic. Her house has been struck down by the Light's Reckoning. We require no further proof of her sins. Hey. How are we to burn this heretic at the stake? All our wood was ruined by the rain. If we try to set it on fire now, the prisoner will agonize for hours. We cannot do such a thing. We are not monsters. Could you possibly donate a few logs in exchange for our blessing? Holz im Tausch gegen ihren Segen. Ja, Einfluss könnte ich gerade echt gebrauchen. Ich werde erst mal noch mit ihr quatschen. I am not a heretic. Oh, please, you must believe me. I don't know why my house was beset by the light. Ja, komm, ich glaube, wir kämpfen gegen sie. Could you possibly donate... Inquisition, Fanatiker, Eiferer, Adorant, Paladin, Stufe 6. Aber ich glaube, Verstärkung dürften die nicht kriegen, ne? Gucken mal. Auf jeden Fall habe ich keine Punkte mehr. Keine Tapferkeitspunkte. Das kriegen wir aber hin. Adorant, Leute, Fanatiker. Wenn das hinhaut, ziehen wir alle auf links hier, ne? Ja, nicht ganz, aber fast. Ja, genau, mein Pferd kommt da hinten rein und Bogenschütze auf die Seite. Arkad tauscht nochmal mit Prinzen. Eiferer ist am Zug, ne? Eiferer, Inquisitor. Oh, wenn ich Glück habe, kriege ich sogar sein Schwert hier, ne? Rolinon. Ja, komm, wo ist Torus? Und stich auch da mal zu. Planlose Geißelung. Der Abwehrzug nicht mehr. Oh, okay. Ja, komm, Torus, ne? Kannst du abpießen mal an ihn her? Wow, nice. Der ist schon fast down, Alter. Sehr, sehr cool. Habt ihr den da?
Ah, schön durch die Falle. Und ich finde, wenn so eine Bärenfalle ist, dass man dann die Bewegung komplett verliert für diese Runde. Das wäre eigentlich, besser. Na, kommt keiner mehr ran, ne? Oder? Warte mal. Bitte, wie weit kann er? 11, ne? Da sind 7. 2,5 Meter? Ne, schade. Okay, dann lauf da mal hoch. Ihn in Kampf. Er ist dran. Läuterer hier unten ist gleich dran. So, eigentlich hier runter, ne? Die Poste. Dann nochmal passiv mit rein. Der ist jetzt dran. Okay, Bogenschütze. Ja, warum nicht? Guck mal hier. Geh weit nach vorne. Den hier mal. Ich so beide sogar angezündet da unten. Diesmal auch den richtigen. Nicht wieder Friendly Fire, so wie letzte Runde. Und bis da und bis hier, ne? Lohnt sich das hier irgendwie? Ich glaube nicht. Punkt sparen wir uns erstmal. Das Feuer, ne? Okay, nicht ins Feuer. Umzingelt? Ja, und weg. Gar nicht lang warten. Sehr cool. So, lauf mal hier runter. Machst du mal Räuchelmörder. Der kommt bis hier ungefähr. Dann laufen wir hier hinter. Kommst nicht ran, ne? Ha. So, du machst einen Abflug. Einfacher, bis dort. Gehen wir doch mal mit liegen bis hier. Bauen hier das Ding auf. Ja, würde rankommen tatsächlich. Ja, perfekt. Ach, Mist. Da hat er die Fackel. Da habe ich nicht drauf geachtet, dass der da noch einen mehr an der Bewegungsreichweite hat. Kommt nur bis da. Kommt nur bis hier vorne. Kommt bis dort, ne? An. Kommt mich ran. Sehr schick. Ah, muss aufs Feuer aufpassen.
Poste. Und den Stopper. Oh, Kollege, du machst einen Abflug. Jetzt brauche ich Harkas. Inquisitor, ne? Ja, muss ich jetzt ran. Poste. Ach, mit Rolinon wäre, glaube ich, jetzt besser gewesen, erstmal die Abwehr zu senken. Ah, gar nicht mehr richtig rein, okay. Singelt. Ich da nicht rausgesnipert, ne? Jetzt müsste ich einen Bogen wechseln können, aber es kommt später erst auf einer höheren Stufe. Präzision verdoppelt, Reichweite erhöht, ja, nützt mir hier gar nichts. Ja. Ja, an seinen Flächenschlag habe ich gerade auch nicht gedacht. Oh, ist opportunistisch. Harkat ist jetzt nur Land. Na, schauen wir mal kurz. Oh, ist opportunistisch. Schaden aus Gelegenheitsangriffen erhöht. Sehr gut. Und Harkat ist was? Nur Land. Erhöht um 5, wenn eine einhändige Waffe. Ah, ja, cool. Geheiligter Schlag. Stärke plus 9. Alles plündern. Alles plündern. Hier werden wir rasten wahrscheinlich. Ja. Wo ist er? Tritos. Guck mal. Stärke 7, eisernes Falchion. Erfordert Stufe 5. Okay, muss eine Stufe höher sein. Irema. Thank you. I am so grateful. You saved my life. Here, take this. It is all that I could save when the Inquisition came to get me. Vier und giftiges Öl. Would you take me with you? Oh. As one of your companions, I mean. I could. Make myself useful. I am well versed in the. Okay, die kennt sich in den arkanen Künsten der Alchemie aus und für null. Und eine Dolchkämpferin hatte ich ja eh überlegt, noch mit an Bord zu nehmen. Ja, dann willkommen an Bord. Das ist, glaube ich, auch neu. Ich glaube, ich habe sie mal gerettet, mal verbrennen lassen. Ups, dahin, Irena. So, du kriegst wahrscheinlich auch direkt. Stufe 2, kann leichte Rüstung nicht ausrüsten. Ja, noch nicht. Jedes Mal tapferer Sieg, tapfere Kühnheit. Neben einem Gegner, ohne im Kampf zu sein. Neben einem Verbündeten und nee, fürs Killen. Und die wird auch meine, ja, Giftfiole. Leichte Rüstung oder Halsabschneider. Den fand ich eigentlich immer ganz geil. Die wird Halsabschneiderin. Kriegt jetzt erstmal vernünftige Rüstung. Die kriegt eine Fackel in die Nebenhand. Und
Geschicklichkeit 2, ne? Da habe ich, glaube ich, noch nichts für sie. So, Geschicklichkeit, Bewegung, ja. Yeah. Befassung, nein. Lebenskraft wäre jetzt nochmal was. Bit auf jeden Fall, sehr gut. Verfassung, nee, dann nochmal auf Geschicklichkeit. Ach, gibt es noch Hanf tatsächlich. Schade, dass man nicht noch hier die Banner und sowas und hier das Lager so ein bisschen demontieren kann, ne? Hier, weiß ich, ein, zwei, dreimal Stoff oder so und naja. So, versteckt euch mal hier am Rand. Dann hoffen wir mal, dass hier die Wache nicht rankommt. Weisheit, Geisterjäger. Besiegt die Geistermalt und tötet den Albtraum. Sehr cool. So, dann gucken wir mal, ob wir hier noch was bauen können. Immer noch Level hoch. So, hier. Ah, okay. Ja, jedes Mal, wenn diese Einheit von hinten angreift, bewirkt sie Gift. Fügt nach der Benutzung Fertigkeit dem nächsten Gegner Schaden zu. Bewirkt am Anfang jeder Runde beim nächsten Gegner eine Runde Anfälligkeit. Wirklicher Vertrag. Oder Gift, wenn sie von hinten angreift. Das nehme ich. Wir haben doch jetzt hier, guck mal, wir können tatsächlich. Schade. Fleisch trockengestellt. Vielleicht muss ich den Gerb Dingenskirchen verbessern hier. Lesepult könnte ich noch bauen. Da wollte ich gerade hin. Werkstatt. Zelt, Werkstatt, Annäherung, doch der tragbare Fleisch. Gerbergestell, da. Kann man das noch verbessern? Und gerade nicht. Doch hier, verbessert. Ermöglicht euch das Kadaver von Geistertieren, weißes Leder zu erzeugen. Jawohl, das nehme ich auf jeden Fall. Okay, gerade keine Punkte verfügbar, dann würde ich sagen, ich bastel hier nochmal. Ja, warum nicht? Drei Seile. 5T kann ich eh noch nicht machen. Und dann bauen wir noch das Lesepult. So, Irema. Keine Eigenschaften, ne? Giftiges Öl. Verliert am Ende seines Zuges 5% seiner maximalen Gesundheit. Ja, aber wenn es auf der Klinge drauf ist, kriege ich es nicht wieder runter. Heiligter Schlag erfordert Stufe 5. Tritos Stufe 4. Ich da dann noch das Giftöl raufmache oder auf Nigens Hammer erstmal. Obwohl bei den meisten ist sowieso Schluss, wenn die davon getroffen werden. Nehmen wir uns das erstmal auf. Dann als Gelegenheitsangriffen. Ja. So, können wir noch was machen? Kletterhaken. Haken. Reicht erstmal. Das bringt nur Zufriedenheit, das Lagerfeuer, ne? Was? Und da kriegen wir Tapferkeitspunkte. Guck mal, dann geht sie mit ins Zelt. Aber, Hübner, die ist aus dem Zelt nämlich raus. Raus und auf die Tragbare. Die ruht sich hier aus. Wir noch mal nach Essen. Schwein und Wolfswurst. Leichen. Guck mal, haben wir schon einen Teil der Mahlzeit weg. Hechtsuppe. Davon auch mal was auf den Markt schmeißen hier. Mohrhähnchen ist jetzt mal alle. Mit Brot dazu, Fleisch dazu.
Wolfswurst dazu. Und noch eine Hechtsuppe. Und eine Flasche Wein. Warnstufe 10%. Und wie viel Kohle habe ich? 23, ne? Okay, brauche ich erstmal eine Kohle. Mache ich nur einmal für die Zufriedenheit. 115, ey, das ist echt toll. Raulin konnte fliehen. Du Schwein. Okay, ich mache hier eine kleine Pause. Wir sehen uns gleich wieder. Viel Spaß weiterhin. Bis gleich. Und ciao.